Sie wisst ihr, dass die Same erste jiddischsprachige Texten seien gefunden geworden in Mitzrayim? In dem Jahre 1896 haben europäische Forscher entdeckt ein Ksov Yod in der Genese unter der Ben Ezra Schule in Kair, was heute sehr Zollpoem ist, was seien geschrieben geworden mit hebräischer Äußerung. Die dusige Texten seien doch nicht gewähnt auf Luschen der Kodisch, noch auf ein alter germanischer Luschen, was stammt von dem späten 14. Jahrhundert. Möglich seien sie übergebracht geworden von aschkenasischen Neusern, was haben schon gelebt und gearbeitet in Steckzeiten Kair. Schroff von sie seien mit Roschen, wegen Personagen so wie Schmuel und Moshe Rabbeinu, nur einer von der längeren Poeme ist sie geborische Meister wegen der deutschen Fürst, was fehlt auf einer Sieg in Konstantinopel, gedeiht zu haben Chassanen mit der Tochter von der griechischen König. Solche alte Texte, die seien geschrieben geworden auf der jiddisch-deutschischen Sprache, was wird später während der jiddischen Luschen, seien eine Reihe von der Sprache lange diasporische Geschichte. Von der frühesten Jahren ist jiddisch gewähne Sprache, was es zerspreit durch die Welt, von so von Deutschland, kennt so von Afrika.